So, Pumping Erçan mit einer Herzensangelegenheit. Es ist ja so, dass ich die besonderen Menschen in Alanya oder Umgebung zeige, die sich zur Aufgabe gemacht haben, wo wir eigentlich alle ein bisschen dazu steuern müssen, sollen. Und zwei Freunde von uns haben mir diese Dame vorgeschlagen, dass sie doch echt ein Riesenherz besitzt und auch für die Tierwelt da sein möchte. Aber ich möchte die Spannung wegnehmen. Es soll nicht spannend sein, sondern es soll informativ sein. Es soll einige Menschen aufwecken, dass wir mit dieser Umwelt, nicht nur mit uns, sondern auch mit Natur oder auch Tierwelt uns ein bisschen mehr beschäftigen. Und wenn wir irgendwo einen kleinen Beitrag leisten können, dann sollten wir das auch machen. Ich meine, ich glaube, wir sind eine der intelligentesten Spezies, aber gleichzeitig auch eine der dümmsten Spezies auf dieser Erde. Und ich versuche, dass wir die Umgebung besser wahrnehmen. Ich gehe zu Nicole. Die Dame heißt Nicole, lebt seit 14 Jahren in Alanya. Nicole, stell dich bitte vor. Ja, hallo, ich bin Nicole Sevindik. Ich lebe jetzt seit 14 Jahren in der Türkei. Eigentlich bin ich hierher gekommen, ich wollte Urlaub machen, mich erholen, am Strand liegen. Aber ich war nicht in der Lage wegzuschauen, weil mit das Erste, was einem in der Türkei eigentlich auffallen, als tierlieber Mensch, wenn man ein bisschen Empathie besitzt, das sind die Straßentiere. Und ich war noch nicht mal eine Woche hier, da kamen schon die ersten Welpen. Die wurden viel zu früh von der Mutter weggenommen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe sie dann mit zu mir genommen und mir war damals gar nicht klar, dass man gleich so viele Probleme hat. Ich als Ausländer, ich sammle Tiere ein und der Vermieter war erstmal sauer. Gut, wir konnten das aber regeln. Ich konnte die Welpen auch sehr gut vermitteln, hatte damals Freunde hier. Ja, und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Immer mehr Hunde, kranke, verletzte Tiere, Katzen, alles unkastriert, ungeimpft. Damals gab es noch die Kutschpferde in Alanya und ich bin ja mit Leib und Seele Pferdemensch. Hab dann angefangen, mich um die Kutschpferde mitzukümmern, Wurmkuren organisiert, Medikamente, Pferdesachen und irgendwie ist das ein 24-Stunden-Job geworden, obwohl ich bin in Frührente. Ich wollte hier wirklich nur am Strand liegen und faul sein. Aber ich kann einfach nicht anders. Das ist meine Natur, das ist meine Bestimmung. Und das ist einfach meine Aufgabe geworden. Nur leider als ausländische Frau ist es hier wirklich extrem schwer. Wir haben hier sehr große Probleme. Wir müssen das Land, wir sollen weg. Wir werden sehr unter Druck gesetzt. Ich bin aber leider jetzt bei um die 90 Hunde. Immer mehr Notfälle, immer mehr Welpen, kranke Tiere. Ich habe sehr viele ehemalige Kutschpferde aufgenommen. Dazu sind auch noch die Esel gekommen. Ich habe in meinem Leben noch nie mit Eseln zu tun gehabt. Ich wusste gar nicht, wie niedlich die sind. Ich hatte damals gedacht, naja, 10 Pferde, 2, 3 Esel, das kann man ja alles irgendwie noch schaffen. Dann kamen aber immer mehr Leute, teilweise auch nachts, setzen mir die Welpen aus. Draußen werden Esel angebunden. Dann wurden die Kutschpferde aufgelöst. Also die Kutschpferde wurden verboten in der Türkei, Gott sei Dank. Aber wohin mit den Pferden? Oder Fohlen wurden geboren. Wohin mit den Fohlen? Also das war... ja, und so ist das leider ein Riesenprojekt geworden. Nicole, weißt du überhaupt, wie viele Tiere du mittlerweile hast? Ja, um die 150. 150 Tiere und die Dame kämpft, die ein artgerechten Leben zu verpassen. Und wir, die Menschen, die drumherum sind, egal woher sie kommt, für mich gibt es keine Ausländer. Die Erde gehört uns allen. Finde ich auch. Und ich finde es sehr, sehr mutig von dir. Also ich kann, chapeau, ich neige mich vor dir. Das Dankeschön. Ist eine riesen Aufgabe. Und jetzt gehen wir ein bisschen durch dieses Grundstück. Problem ist, glaube ich, dass die Eigentümer dich hier raus erkennen wollen. Ja. Jetzt ist die Frage, vielleicht haben wir unter den Zuschauern auch Menschen, die für so eine Herzensangelegenheit eine Empathie haben, dass wir dieses Problem lösen können. Es muss nicht unbedingt hier sein, vielleicht schaffen wir irgendwo anders für dich nochmal ein riesen Grundstück zu besorgen. Die Grundstücke in Alanya sind nicht so teuer.
dass diese Angelegenheit weitergeht und auch Hilfestellung. Vielleicht sind Mädels unter euch da, die sagen, okay, wir helfen 6 Monate kostenlos. Dafür habt ihr die Verpflegung fürs Leben sowie Auslandspraktikum bei Nicole. Nicole bringt euch Sachen bei und das wird in eurem Leben euch bereichern. Bist du für sowas offen? Ja, natürlich, natürlich. Im Moment ist das Problem, ich kann niemanden unterbringen. Ich habe selber nur eine ganz kleine Wohnung, 16 Quadratmeter und ich habe kein Gästezimmer, sonst sehr gerne. Wir brauchen Hilfe, die Tiere müssen betreut werden, die Hunde müssen zum Beispiel Gassi gehen lernen, die brauchen Streicheleinheiten oder einfach die tägliche Arbeit, ne? Ja. Doch, wir freuen uns riesig. Pferde putzen, Esel putzen. Genau. Genau, Mädels, ihr seid herzlich willkommen. Ich denke, wenn wir alle gemeinsam einen Ort finden, dann können wir unterschiedliche Container hinstellen, dass auch die Mädels einen eigenen Container haben zum Leben, Verantwortung übernehmen, lernen. Und das ist für mich Start des Lebens. Ich glaube, wenn man eben für einige Tiere da sein kann, diese Verantwortung lebt, das wird euch im Leben immer wieder bestätigen, Erfolg zu haben oder auch für euch eine Verantwortung zu übernehmen. Okay, Nicole, gehen wir ein bisschen durch, wie du alles geregelt hast. Die Dame ist jetzt weitervermittelt und sie ist Oliven. Siehst du, sie ist Oliven. Wir haben auch überlegt, ob wir sie Olive nennen, auf Türkisch Zeytin. Und das ist die Schoko, die sind Geschwister. Die hat Nicole erfolgreich weitervermittelt. Auch das wäre eine super Sache. Wenn ihr in Alanya seid und Hunde, Katzen, Tiere haben wollt oder herkommen wollt und streicheln und ein bisschen unter die Arme greifen bei Nicole, seid ihr herzlich willkommen und wir sind jetzt da und schauen uns die Anlage an und Nicole. Das sind Kangals, oder Nicole? Das sind reinrassige Kangals, also Robert ist ein reinrassiger Sivas-Kangal, etwas älter, ich glaube 8 Jahre. Ja. Das hier ist meine Stina, nicht 100% reinrassig. Aber wunderschön. Ah, die ist wunderschön und die einen Charakter, na, die haben so einen tollen Charakter. Lady, Schatzi, hm? Das ist natürlich Seltenheit. Ja, ich habe auch viele Katzen, aber die sind, glaube ich, alle... Können wir ein bisschen durchlaufen, Nicole? Du gehst mit uns vor und zeigst, was hier alles los ist. Ja. Und dann geht sie neben mir, wenn sie das erzählt. Schoko! Da sind jetzt ein paar Hunde drin. Ja. Hey. Hat leider letzte Nacht furchtbar geregnet, aber das ist bald weggetrocknet. Sind auch alle Straßentiere. Ich darf hier eigentlich auch nicht so viele Hunde haben, aber die Nachbarn, die setzen immer so viele Hunde bei mir aus. Und ich wusste nicht mehr, wohin mit den Tieren. Von wem aus darfst du nicht so viele Tiere hier haben? Der Vermieter hier möchte das nicht. Okay. Das sind hier viel zu viele Hunde. Ich kann sie auch verstehen, die bellen immer und so weiter, aber ich wusste nicht mehr, wohin mit denen. Es ist alles voll. Okay. Ja, aber ganz tolle Mäuse. 2 fliegen heute nach Deutschland, heute Nacht. Ja, auch das ist möglich, dass wir nach Deutschland... Ja, Emil fliegt und sie. Wunderschöne Tiere. Die Augen, schau mal das an, wie wenn man geschminkt hätte. Ja, mit Kajal. Mann, wie... Mein Gott. Leute, Hand aufs Herz. Ich glaube, wir können diese kleine Problematik sehr schnell zu einem funktionellen Lebensweise umwandeln. Okay, was haben wir noch? Ich bin, weißt du, was ich sehen möchte? Pferde und Esel. Die Esel. Ja, die sind hinten. Die Esel haben nie ihren Wert im... Nein. Oder? Nein. Also die Esel, die wurden wirklich rausgeschmissen wie Müll. Die werden teilweise wirklich, ich war so entsetzt, wie die behandelt werden. Das hat mir richtig wehgetan. Ne? Und hier habe ich sie dann erstmal gründlich entwurmt, behandelt. Die hatten teilweise Räude. Sie streckt ihren Fuß. Und ich glaube, die haben das erste Mal in ihrem Leben richtig gutes Futter gehabt. Gehen wir Richtung da? Ja. Okay, geh vor, Nicole. Der Freund, der uns dich empfohlen hat, ist ja auch ein Eselfreund, wie ich auch. Ich weiß nicht, warum wir so viel Gemeinsames haben, aber das hat uns auch zusammengeführt. Hier ist schon mal eine Katze. Da ist eine Katze. Das ist mein Tommy Tom. Tommy Tom.
Hey! Das ist meine Lieblingskatze. Mein Gott. Hübsch, ne? Ja. Richtig hübsch. Der schläft jede Nacht so bei mir. Bei dir. Den gebe ich auch nicht mehr her. Auch wie die miteinander umgehen. Schau mal das ja. an. Ja. Die sind so super, auch die Riesenkangen, als ja, man ja. Katzen mit den Welpen. Die sind so gelassen, ich glaube. Eine Frage, wenn du so viele Tiere hast, wie viel Platz bräuchte man denn für diese ganzen Tiere? Was bräuchtest du denn? Was? Mindestens 6-7 Dönnen. 6-7? Ja, 6-7.000 Quadratmeter ist ja. das. Dönnen ist 1.000 Quadratmeter. Ich denke, nach wie vor, wenn wir uns zusammentun, ist diese Problematik schnell zu beheben. Deine Kamera hat ein bisschen Schlamm, ich würde mal putzen mit Hand. Wann meine Hunde? Okay, gehen wir vor, Nicole, ich ja. will die Esel sehen. Ja, die sind da hinten. Ihr seht, Freunde, eigentlich ist Grundstück sehr, sehr gut gelegen. Es sind diverse Obstbäume. Man muss verstehen, wenn ich der Besitzer wäre hier, würde ich nie auf die Idee kommen, auf Nicole Druck zu machen. Ich denke, dass im Leben nicht immer Profit entscheidend ist. Wenn man so eine Dame kennengelernt hat, die sich eben für die Tiere einsetzt, dann könnte man unterstützen. Aber ich respektiere und akzeptiere alle Entscheidungen von allen Menschen. Jeder hat eine andere Gedankenwelt. Deswegen können wir, wenn der Eigentümer Probleme damit hat, irgendwo Nicole platzieren, wo da keine Probleme sind. So ein Tor, kommt mal rein und dann zeig mal bitte diese wunderbare Gegend. Hier. Okay. 800 Meter über Meeresspiegel. Also ein Becktasch, ne? Nee, genau. Okay, wir stoppen und dann gehen weiter. Ja, wir sind mit Nicole ein bisschen zu Fuß gegangen. Es sind ungefähr 100 Meter gewesen. Und Nicole hat hier einen Platz ohne Zaun. Sie besteht darauf, dass die Hunde auch ein bisschen frei sein können, oder? Ja, ich tausche die Hunde regelmäßig durch. Die sind grundsätzlich schon eingesperrt, aber die müssen frei laufen, sonst kriegen sie wirklich einen Schaden, ne, und sind traurig oder das geht nicht. Deswegen, wir tauschen immer wieder durch. Morgens lasse ich hier 40 Hunde mindestens laufen. Es lebe das Chaos, wirklich, aber lieb. Sind alle lieb. Und dann zum Frühstück kann ich sie mal ganz toll mit Leckerchen reinbringen wieder ins Gehege. Also ich bin sprachlos, weißt du das? Ja. Ich glaube, die Esel haben... Ich. Ja, bitte. Ja, wie geht's dir denn? Ah. Ja, da, wie viele Esel hast du denn 14. hier? 14. Mein Gott. 14 Esel, total lieb. Also, du, je mehr ich sehe, desto mehr blutet mir mein Herz. Aber was heißt blutet? Du hast die gut aufgefangen und die. Die waren fast alle auf der Straße. Ja, Wahnsinn. Schaut euch mal das an. Bitte zeig mal, Jenny, alles, wie die. Sich in die Reihe Jonas. Gestellt haben. Ja, Jonas heißt du. Das ist Jonas. Jonas. Das ist Jasmin, das ist Hansi. Jasmin, Hansi. Schau mal die Ohren von Hansi. Süß, ne? Also ich finde die Esel, wie soll ich sagen, ich trenne die von anderen Hansi. Tieren. Hansi. Ja. Die haben so eine gute Art, oder? Die sind ganz liebevoll. Ich wusste ja auch nicht, dass Esel so verschmust sind. Das wusste ich nicht. Schau mal das an. Jonas wurde in Manavgat auf die Straße gesetzt. Der lief da rum und dann hatten sich Nachbarn beschwert und die wussten dann nicht mehr wohin. Und dann sagte eine Freundin, bitte kannst du ihn nehmen, wer weiß, was sonst passiert. Und dann ist Jonas zu uns gekommen. Ja, das Interessante ist, dass sie auch zu jedem Tier eine Geschichte hat. Und die Geschichten sind ja die wichtigsten, dass wir eben erfahren. Dann erst wird unsere menschliche Wesen erweckt und da irgendwas zuzusteuern. Also ohne Geschichten sind wir verloren. Ja. Jeder ja. auf seine Weise. Ja. Und das ist deine Geschichte, aber die Esel haben auch eine Geschichte. Jedes Tier, jedes Lebewesen Tier. Hat seine eigene Jonas, Geschichte. Jonas,
Jonas, Jönem Jonas. Ich sage immer gerne, wer die Tiere nicht respektiert, hat für mich grundsätzlich keinen Respekt vorm Leben. Ich mache keinen Unterschied. Wäre hier ein kleines Kind, würde ich dem helfen. Ist das ein Esel? Ich habe auch Schildkröten gehabt. Das ist aber auch meine Natur. Das ist, weiß ich nicht. Ich komme da nicht gegen an. Also es wäre Blindheit, wenn man das Lebende, egal was lebt, nicht so platziert, wie man sich selbst platziert. Ja, das sehe ich genauso. Das sind die Esel, sehr, sehr viele Hunde hier. Wollen wir auch zu den Pferden gehen? Genau, gehen wir mal zu den Pferden. Auch die Passanten halten an und schauen sich das an. Ich glaube, wir sollten da wirklich was unternehmen, gemeinsam. Ich bin für euch da, wenn ihr was braucht, Freunde, Informationen von Nicole, von mir, von dieser Gegend. Und sagt, okay, das ist eine Herzensangelegenheit, wir können da ein bisschen was dafür steuern. Ich bin nicht Bettler, ich bettle niemals und ich werde auch nicht bitten. Jeder soll selber entscheiden, ob er eben das, was er gesehen hat, aus dem Herzen unterstützen möchte oder nicht. Ich werde auch die Holznummer unten reinschreiben, wer sie erreichen möchte, wer unterstützen möchte. Der kann sie gerne anrufen, kontaktieren. Du hast bestimmt WhatsApp. Ja, bitte immer eine SMS, weil ich vergesse andauernd mein Telefon. Ich muss immer sehr viel arbeiten. Das Telefon ist ständig laden im Auto. Also kurze SMS. Wir nehmen dir ein bisschen Arbeit weg. Wir werden dir unsere Nummer auch einblenden. Die können sich auch bei uns melden. Ja, gerne. Und dann, Jenny hat ja wenig zu tun. Sie soll noch mehr arbeiten. Nicole, gehen wir weiter. Gehen wir mal kurz Hause. Also, wie die da liegen und... Wenn man die anschaut, sieht man schon, dass die glücklich sind. Also die sind nicht unglückliche Tiere, muss ich ehrlich sagen. Nein. Da achten wir auch sehr drauf. Ne? Also, und wenn ein Hund, also ich gucke immer, wenn es einem Hund nicht gut geht, dann wird er auch mit als erstes vermittelt, sei es nach Europa. Ja. Weil ich kann das nicht ertragen, wenn die Tiere traurig sind. Da hoch, dann kann ich nicht schlafen. Kranke Tiere oder auch die Pferde oder Esel, wenn einer unglücklich ist, ich schlaflose Nächte. Es ist hier nicht perfekt, kein Europastandard, aber ich bin komplett alleine. Ich habe nicht mal einen Helfer im Moment. Ich arbeite 18 Stunden am Tag teilweise. Nicole, es ist so, meine Kenntnis ist, dass nichts Perfektes auf der Welt gibt. Nicht mal die Natur ist perfekt. Menschen können sogar an Perfektion irgendwas sehen, was nicht perfekt ist. Deswegen, du machst mit deinen Möglichkeiten das Beste. Oh Gott, schau mal die Pferde an. Ja. Wie viele Pferde hast du denn da? Jenny, gesamt um die 20. Um die 20 Pferde? Ja. Kamen sehr viele Notfälle, sehr viele sehr kranke Pferde. Die Beine waren kaputt, verwurmt. Die konnten einfach nicht mehr arbeiten. Die waren komplett ausgelaugt von der Kutschfahrten zum Beispiel, ne? Und so, oder Fohlen, die, hier ist ja der große Fehler, dass sie die Fohlen teilweise schon mit 4 Wochen von der Mutter wegnehmen. Das kann ein Fohlen normal nicht überleben. Dann habe ich sie zu mir geholt und da sind mindestens 4, 5 dabei, die habe ich durchbekommen. Kamen wirklich als kleine Babys zu mir. Ja, oh, das war so schwer. Und das sind meine süßen Lieblinge. Puschis! Haben die auch Namen? Alle. Einige reite ich auch, wenn ich mal Zeit habe. Echt jetzt? Ich liebe Reiten. Ich bin Pferdemensch mit Leib und Seele. Mädels, aufwachen! Pferde sind hier. Ich weiß ja, dass die Mädels Lieblingstier meistens Pferde sind. Jenny erschreckt sich schon. Nein, ich bin früher auch geritten. Also, wer Lust hat und die Erlaubnis von ihren Eltern bekommen, ihr könnt gerne hier wirklich... auch in jungen Jahren eine Unterstützung für Nicole sein. Ja, sehr gerne. Viele sind auch schon gut eingeritten oder ich reite sie jetzt auch ein. Ich muss halt nur die Zeit haben, ne? Aber es sind fast alle sehr liebe Pferde. Ich hatte auch einige sehr aggressive Pferde durch die schlechte Haltung. Hier, der Winnetou zum Beispiel, der hat die Ohren schon angelegt. Ja, aber jetzt ist er lieb und früher war der wirklich gefährlich, ne? Oder hier Fiona, das ist seine beste Freundin. Die hat die ersten Wochen hat die versucht mich umzubringen. Das war ganz schlimm. Und jetzt ist sie Wie machen die das? Die hat sich umgedreht und wollte mich richtig zusammentreten, ist auf mich raufgesprungen. Also das war wirklich, da waren einige Momente,
Oder hinten der Pablo, auch extrem gefährlich. Der ist auf zwei Beinen auf mich losgegangen, wollte mich zusammentreten, beißen, Hengst manieren. Das ist lebensgefährlich, aber Gott sei Dank, ich habe mein ganzes Leben mit Pferden verbracht. Und jetzt sind es wirklich fast alles nur noch Kuschelbabys. Ganz tolle Tiere geworden. Tolle Arbeit. Tolle Hier Fiona Arbeit. Zum Beispiel, die konnte man nicht anfassen. Kein Halfter. Oh, war die verrückt. Ja. Himmel, was habe ich sie... Ich habe manchmal echt geschimpft mit ihr. Aber jetzt, ich kann alles machen. Auch Winnetou, ganz lieb geworden. Berivan hier, die Stute. Wie kommst du an die Namen? Berivan, Berivan. Erivan ist ja Hauptstadt von... Berivan. Ja, nur B ist dazu, ist ja von Armenien und du gibst Berivan. Was heißt Berivan? Milchmädchen, ist aus dem Kurdischen. Ah, okay. Okay, ich weiß es nicht. Interessant. Das kommt so plötzlich, manchmal die Namen. Manchmal passen die Namen auch, fallen in dem Moment ein, wenn man das Tier sieht, gell? Ja. Ja. Also, gigantisches Projekt. Ich glaube, das würde uns auch Spaß machen, wenn wir ein Teil von diesem Projekt sein können, auch wenn wir nicht immer für die Tiere da sein können. Aber dass wir möglich machen, dass Nicole ihr Projekt vielleicht in 10 Jahren in besseren Zustand bringt und sie glücklich ist, Tiere glücklich sind und wir alle auch. Oder Nicole? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also ich kann nicht aufgeben. Ich habe manchmal gedacht, ich packe die Sachen, ich gehe zurück, weil es zu schwer ist. Aber ich liebe sie zu sehr. Du darfst nicht zurück. Wo gibt es denn zurück? Zurück? Wir haben Deutschland. Kein, nein, es gibt kein Zurück. Nein. Immer vorwärts. Es gibt kein Zurück. Du musst mal das Lied von Wolfsheim hören. Es gibt kein Zurück. Und ich liebe sie viel zu sehr. Ich kann die nicht im Stich lassen, alleine lassen. Das schaffe ich nicht. Ja, also... Guck mal, wie toll die sind und wie schön. Sind wirklich schöne Pferde dabei. Und wenn die geritten sind, dann sehen die ja noch viel besser aus. Ich finde, wenn man mit den Tieren ein bisschen Zeit bringt, sieht man die Gelassenheit des Lebens. Kommen sehr schnell von unserer Hektik raus. Die Hunde haben die auf die Reihe gestellt und schauen uns an. Schau mal rüber. Schau mal die an. Manche liegen in ihren Hütten und manche beobachten uns. Ja. Wie wir die beobachten, kann sie hin? Sind die alle lieb? Sind alle lieb, sind alle ganz lieb. Ich hab kein einziges aggressives Tier mehr. Es kommen natürlich auch mal aggressive Hunde oder aggressive Pferde oder so, aber die sind alle ganz lieb. Ja, super. Gehen wir mal, was haben wir noch? Wir können nach oben, da habe ich auch noch Pferde und Hunde. Okay, gehen wir da hoch. Ein paar Geschichten von gewissen Hunden. Ja, die Geschichte... Robby, komm! Robby? Robby. Was für Geschichte hat... Ja, Robby... Der Robby? Der wurde hier ausgesetzt und bei ihm war das große Problem, ich durfte ihn nicht anfassen. Der hatte kein Fell, das war alles offen, blutig, abgemagert bis auf die Knochen, weil er schlimm Leishmaniose hat, Räude, verwurmt. Oh, der war so fertig und so ängstlich. 3 Wochen durfte ich ihn mindestens nicht anfassen und er brauchte Medikamente. Robby, komm mal her. Bei fremden Mein Gott. So. So ein Riesenhund und siehst du seine Augen? Wenn du die Augen anschaust, ob das von Menschen oder von Tieren, erkennst du die Trauer, die Freude? Und mein Lieblingshund. Ja? Ja. Mit. Lieb sie alle. Lieblingshund, sagt sie. Weil das so schwer mit ihm auch war. Ne? Ich durfte ihn nicht anfassen die ersten Wochen. Er musste zum Tierarzt und ich konnte ihn nicht anfassen. Der hat also lange gebraucht und jetzt, er hat wieder Fell, er hat zugenommen. Schaut gesund aus. Also aber er hat immer noch Leishmaniose. Leishmaniose ist ja nicht heilbar. Ne? Aber jeden Tag bekommt er Medikamente und es geht ihm gut jetzt. Also Nicole, richtig krass, was hier los ist. Auch hier, Jenny hat gerade Ameisen. Jenny, die sind auch Tiere. Die sind auch Tiere. Wir sind in einer Tierwelt, da gehören die auch. Dazu schau mal, wie viele da in der Hütte sind. Auch hinten Esel oder Pferde? Pferde und ein altes Maultier. Maultier? Ja. Auf Türkisch heißt es Katır. Katır. Maultiere sind ja halb Esel, halb Pferd. Okay, schaut euch mal das an, Freunde. Ich glaube, jeder, der die Möglichkeit hat, sollte an Herz fassen. Ich glaube, wir können nicht die Welt retten, aber wir können was Gutes auch zusteuern.
Ja. Psst, ist gut, ist gut. Das sind auch alle Straßenhunde. Ja. Die wurden hier ausgesetzt, aber einige habe ich schon sehr lange. Candyman ist auch vermittelt. Die beiden, ja, macht nichts, mein Candyman. Ach, das ist mein guter Junge. Die Stimmen. Okay, gehen wir langsam. Sollen wir reingehen? Ja, oder? Egal. Du, wir haben alles gesehen, glaube ich, oder? Oder willst du reingehen? Sie hat Respekt, dann sollten wir nicht herausfordern. Sie kennt alle, aber ja, wir kennen die nicht und wir sollten die nicht herausfordern. Aber ihr seht ein riesen Territorium, was Nicole bewirtschaftet. Und wir haben, glaube ich, ein Signal gesendet, Nicole. Vielen, vielen Dank, wirklich. Du musst doch nicht dich bedanken. Also das ist doch selbstverständlich, dass es was gibt. Wir danken, dass wir diesen Einblick reinbekommen haben und das zeigt, dass wir Menschen sehr viele Aufgaben haben. Ja. Und diese Aufgaben nicht nur uns betreffen, sondern auch unsere Umfeld. Ja, ganz Umfeld wichtig. Und Umwelt. Ja. Genau. Okay, ich habe Nicole zum ersten Mal heute gesehen und nach 30 Sekunden habe ich meinen Arm um sie gelegt. Ich liebe es, Menschen zu berühren. Das ist für mich, wie soll ich sagen, ein transportierendes Gedanken und positives Impulses. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die mich kennen von Bodybuilding und so weiter, wissen das. Ich glaube, dass wir viel mehr kommunizieren müssen, ja, und viel mehr zugehen müssen, dass wir nicht verdummen, dass wir nicht ignorant durchs Leben gehen, sondern auch für andere Schicksale, für andere Art sein, offen sind. Und ich habe die Nicole gesehen, allein nachdem ich gehört habe, was sie da macht, war für mich die Geschichte schon gegessen. Ich kann da keine Berührungsangst haben. Wie sie alle Tiere berührt, berühre ich sie. Vielen Dank. Ja. Willst du noch am Ende was sagen? Ja, ich bedanke mich einfach nur für, dass ihr überhaupt zuhört. Das ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, also, dass man einfach auch mal an die Schwächsten der Schwachen denkt. Und das sind nun mal die Straßentiere in den südlichen Ländern. Die brauchen unsere Hilfe und gemeinsam kann man eigentlich so viel schaffen. Und das ist immer wieder meine Hoffnung und deswegen gebe ich auch nicht auf. Auch wenn es sehr schwer ist, hier als Frau allein oben in den Bergen in der Türkei. Also ich bin manchmal echt, aber egal. Ich mache das für meine Tiere und das ist das Wichtigste. Aber du siehst, Nicole, dass du immer mehr Zuspruch bekommst. Und ja, es gibt tausende Menschen, die so denken wie wir. Und die werden immer wieder dich auffinden. Und das ist die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist und was Tolles geleistet hast und weiterhin leisten wirst. Wir unterstützen dich. Ich hoffe, dass einige mitmachen. Unsere große Idee ist, dass wir vielleicht wirklich gemeinsam ein Land kaufen. Es muss nicht hier auf dem Berg sein, vielleicht auf anderer Seite, wo eine Ebene ist. Und dann sind sehr, sehr viele Ideen dafür, dass die Familien mit Kindern vorbeikommen können. Und ja, Nicole ist die Häuptling und unter ihr sind einige, die von Nicole diese Tierliebe beigebracht bekommen. Und wir ein Location machen, wo wir vielleicht in 10 Jahren stolz drauf sein können. Okay, in diesem Sinne, der Hund wollte dieses Maultier nicht bei sich haben. Nee. Er hat wieder erschreckt. Also hier ist Beistand nötig. Ich sage nicht Hilfe, sondern Beistand nötig. Wer Lust hat, kann sich bei uns melden und wir würden uns freuen, wenn wir ein Herzensangelegenheit-Projekt in Alanya starten können. Bis dann, Freunde. Pumping Ajahn.